Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarze Edition Nummer 2. Im letzten Part sind wir hier in der Kandidaten. Beim Filmstudio waren wir. Und sind dann hier nach Stratos City gegangen, haben die Plasma erstmal getroffen. Ja, und dann sind wir in die Kandidaten gegangen und jetzt haben wir zwei Zubeißer auf dem Hals. Und ich habe vergessen, den Sound runter zu drehen, die Geschwindigkeit zu verringern, aber hier ist es im Ehenkampf, also nicht schlimm. Das, ja, jetzt greift er sofort an, ja, natürlich. Ne? Und, boah, bist du stark, Evo-Serb. Au! Statik, ha, schlecht. Donnerschock! Schön effektiv war das. Warum immer die Edelsamen, was bringt dir das? Du kriegst einen Flügelschlag gegen den Maul. Zack! So muss das. Ich, oh mein Gott. Fug, ich hoffe, du hast noch mehr Pokémon. Ein Dusselgo auf Level. Alter, was sind das für Levels von dem schon? So sind noch nicht mal meine. Bin ich nicht unterlevelt? Kann das? Ich weiß es nicht. Wo sollen wir denn jetzt hin? Da können wir nicht lang. Ich gehe einfach mal hier weiter. Boah, ich vergesse es die ganze Zeit. Da ist die Plasma schon. Krummlöffel. Okay, aber wir gucken uns erstmal hier um. Oh. Zwei Ratzfratz, okay. Dip, los, warte. Wuchstum, oh mein Gott. Was versteigt einen von dem dann? Angriff, okay. Autsch! Hier, stirb. Kriegt ein Grasmix ab und ist tot. Ich schätze es, wenn man einen Doppelkämpfer hat und man so wenig Erfahrungspunkte bekommt. Hier. Donnerschock. Hoffentlich tat's weh. Und nochmal ein Grasmixer. Bam. Ja, Mann. Ja, Mann, Level 16. Nein, du sollst immer noch keinen Ladevorgang erlernen. Dominik, merkst dir. Held, warte, ich habe hier etwas verloren. Warte bitte, bis ich es gefunden habe. Ach, der lässt uns da nicht durch. Was ein Arsch. Ich guck mich trotzdem weiter um. Zum Putzen braucht man mehr Energie, als man denkt. Putzen ist mein Training. Zwei gegen einen. Ach ne, nur ich, okay. Ich wollte schon sagen, weil sonst wäre das ein bisschen unfair. Hier, Donnerschock. Zack. Ich hoffe, ihr habt echt nichts dagegen, dass ich die Kämpfe etwas beschleunige, aber ich finde, sonst ist, dauert das noch länger und so. Und so geht das schön schnell. Bam. Ey, ich könnte ja erst eigentlich einmal Fukano einsetzen, oder? Uratytox, das war doch dieses Pokémon, was aussah wie Müllbeutel, oder? Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Doch, es war das Pokémon, was aussehen will, Müllbeutel. Boah, siehst du geil aus. Wir setzen aber, wechseln lieber direkt das Pokémon, weil Fukano kann auch nicht sehr viel ausrichten, von daher. SWAT. Lob's dran. Oh mein Gott. Wir kriegen Backpfeifen von einem Müllbeutel. Kaltklinger. Boah. Oh, zieht das viel ab. Ist sogar krass, ey. Was? Kaltklinger, hallo? Dominik merkt es sich immer noch nicht. Ich wollte da rüber. Wieso konnte ich nicht rüber gehen? Los, Vati. Donnerstock auf Zubat. Oh mein Gott, das Evo-Serb wurde angegriffen. Und Ratze kriegt einen Grasmix ab, der ziemlich weh tut. Ja, der tat weh. Und ein Donnerschock. Zack. Tot. Ich wollte schon sagen. Ah, das ist ein Ball. Ich guck mich jetzt hier erstmal um, bevor wir zu viel Plasma gehen. Puh, endlich habe ich es bisher zurückgeschafft. Willst du weitergehen? Es will mir doch nur so von Trainer, damit du es weißt. Ist mir egal. Kann man trainieren.
Zack! Doppelkämpfe sind schon was nervig, man kriegt weniger Erfahrungspunkte. Oh mein Gott, er hat Wachstum eingesetzt. Zack! Was? Du lebst noch? Warum? Oh mein Gott! Ich habe gesehen, wie effektiv das gerade war. Boah, warum setzt er gerade denn nicht an? Manu. Greif an, Jason. Manu. Ja, jetzt siehst du, was du davon hast. Du kriegst einen Schlamm bei ihm Kopf. Slimer. Der greift echt nicht an, richtig. Warum? Zack, mache ich es halt. Oh mein Gott, jetzt habe ich einen Schlamm bei ihm Kopf bekommen. Oh, du wirst dich heilen, Jason. Grausmixer, wow, er greift an. Wow, ein Wunder ist geschehen. Oh. Wieso wehrt er den Angriff denn jetzt ab? Was soll denn das? Du solltest sterben, aber der stirbt jetzt eh durch die Egelsamen. Ja, ich sehe die Trainer hier noch. Boah, schon wieder wilde Pokémon. Oh, aber nur zwei Ratzfratz, das wird ja leicht, wenn der Grasmixer überhaupt direkt einsetzt. Wenn nicht, dauert das schon wieder länger. Oh, er tut mir einen Gefallen. Ich bin so stolz auf dich, Jason. Er tut mir einen Gefallen. Und das ist hier jetzt gerade Part 8. Ich habe jetzt schon 8 Parts aufgenommen, okay, mit einer Pause, weil Besuch hier war, aber egal. Das wird trotzdem hier eine Hardcore-Aufnahmesession, weil ich Sucht habe. Sucht! Kämpf mit mir! Hua! Oh mein Gott, er will kämpfen, er will aufs Maul, er will saugen. Otto! Das ist ein Boden-Pokémon, da kann mein Martin nichts ausrichten. Ich muss mein Pokémon wechseln. So, Swatroin! Swatroin! Oder so, Tronin! Swot? Ronin oder so. Ich habe keine Ahnung. Keilklinge, zack. Und tschüss. Ich tue nochmal wieder Dusselgur, oder? Weil wenn wir einmal hier drin sind, können wir ja hier auch gegen die ganzen Trainer kämpfen. Oh, super. Da geht es nicht weiter, oder wie? Ich lasse einfach Ronin oder so vorne. Ganz einfach. Dip, 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 los! Geht dann schnell, dann kriege ich schnell, platt mit der Keilklinge. Und er mit seinem Grasmixer, das reicht. Vernachlässigkeit war jetzt meine anderen Pokémon-Kurse, aber die werde ich eh offscreen trainieren. Also offscreen-Training ist sowieso hier in Pokémon geplant. Tackle. Der ist schneller, das gefällt mir nicht. Und ich habe ja auch Vulcano Gold für Rivalenkämpfe. Die sind damit, da könnte Vulcano nämlich ziemlich große Hilfe sein gegen Ephosurp. Nur was mich an Schwarz und Weiß auch gestört hat, an den ersten Teilen nach jeder Stadt, nach jedem Orden. Kämpf gegen mich, ich bin dein Rivale. Also entweder man kämpft gegen Sharon oder Bell. Das hat mich gestört. Bam! So muss das. Was ist hier? Oh, ein Trainer. Nee, doch nicht. Wisst ihr was? Wie kämpfen wir jetzt doch gegen Team Plasma? Überreste? Hat das nicht so geheilt oder so? Ist mir jetzt egal. Ich werde doch von den wilden Kämpfen flüchten, weil ich möchte jetzt doch zu Team Plasma gerne. Düpp, düpp, düpp. Oh mein. Deswegen mache ich jetzt nicht Speed Up. Lass ich einfach so laufen, ganz einfach. Flucht. Du bist entkommen, oh mein Gott. Schnell. Professor sagt immer, Tony, ist wieder der richtige Ort, noch der richtige Zeitpunkt. Das hat die mir nie gesagt. Du lügst doch. Schnell. Jetzt muss ich nur überlegen, was Pokémon für ein Genre ist. Ich glaube, das ist ein Rollenspiel. Guck ich im Internet wegen der Beschreibung halt auch.
Wir haben nämlich noch immer den 15.10. Am liebsten würde ich das jetzt durchsuchten, Leute. Am liebsten. Oh, immer diese wilden Pokémon. Besonders Doppelkämpfe. Ich finde es zwar gut, dass ihr Level 15, 16 seid. Das ist auch gut zum Trainieren, aber nicht, wenn man in Doppelkämpfen verwickelt ist. Also ich sollte die Erfahrungspunkte dann teilen, auch wenn dein Evo-Serpent Level höher ist als mein SWAT. Hey. Hey. Was wollt ihr? Team Plaza, ihr elenden Halunken. Wie bitte, behandelt uns nicht, als wären wir die Bösen. Wir wollen alle Pokémon befreien. Stellt euch uns nicht in den Weg. Halt den Mund. Die Pokémon befreien von wegen, ihr seid nicht zweiter als Pokémon-Diebe. Außerdem benutzt ihr die gestohlenen Pokémon halt wie Werkzeuge. Halt die Klappe, her mit eurem Pokémon. Los geht's, Dominik. Alles richtig, richtig aufs Maul. Doppelkampf, wa. Oh, ihr habt bestimmt nur zwei Zuro-Keks. Oh, ihr habt zwei Boden-Pokémons. Auch nicht schlimm. Wasser und Pflanzen, da kann er gar nichts machen. Das ist die perfekte Kombination hier gerade. Zack. Und bam. Was? Du lebst noch? Aber warum? Jetzt muss er den Endstoß machen. Ja, Mann. Oh. Brauchst du gerade meinen Endstoß? So ein Mist. Ich habe langsam die ganze Freude davon, ständig zu verlieren. Diese Geschwindigkeit begonnen ist kein Pfifferling wert. Du bist, die sind ja ganz schön stark. Aber was soll's? Wir haben die Pokémon, die wir brauchen. Wir ziehen uns zurück. Was zum. Ah, beim Fliegen sind sie so schnell wie die ein Nagelotz. Also, du sagst es weiter so. Vielleicht sind hier noch mehr von denen. Ich glaube nicht, dass das nötig ist, ihr zwei. Oh, da ist Arti. Bist du nicht Arti, der Arenaleiter? Der bin ich. Ich heiße Arti. Ich habe tief in der Kanalisation keine verdächtigen Personen gesehen. Wirklich? Es stimmt. Ich bin wegen Plasma auch alarmiert. Alarmiert. Aber wollen wir nicht nach draußen gehen? In der Kanalisation ist es so schwül. Stimmt ja. Hattet ihr Arenaleiter nicht vor 2 Jahren gegen Team Plasma gekämpft? Danke für deine Hilfe eben. Hier, benutzt das. Wir kriegen schon Stärke? Ich werde auch den Rest von Team Plasma ausspielen. Ich, Pokémon, hier werde ich niemals verzeihen. Niemals. Ist ja okay. Und weg ist er. Hey, du da. Hä? Wer bist du? Du hast gegen Team Plasma auszeichnet geschlagen. Und wie du die Kräfte deiner Pokémon freigesetzt hast, auszeichnet. Wirklich wunderbar und sehr aufschlussreich. Hier ist mir einiges klar. Was zum. Hä? Ich bin gerade, habe auch gerade zum Fragezeichen. Wer war das? Na egal. Was hast du jetzt vor? Du kannst hier bleiben, deine Pokémon trainieren. Du kannst aber auch in meine Arena kommen und mich herausfordern. Also dann, man sieht sich. Ich gehe da hinten jetzt erstmal rein. Ich will wissen, was da ist. Was ist denn. Alter Fluchtweg? Nee. Das gucke ich mir später an. Pokémon. Da ist Tushukano nach vorne. Da wir ja jetzt alleine sind. Was haben wir denn hier noch so? Herzschuppe, noch eine Herzschuppe? Wofür brauchen wir die? Ich meine, damals konnte man damit Attacken beim Attackenverlerner wieder lernen. Ein zu Butterfly Level 15. Los, Hukano! Jetzt können wir auf Hukano trainieren. Glut! Los! Aua! Burn. Los, noch ein Volltreffer, los. Los, Fukano, noch einer. Oh, Fukano. Aua. Oh, super, jetzt schrecke ich zurück. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Bitte trefft, bitte, bitte, bitte. Oh, danke, Fukano. Ich mach mich gerade happy. Was? Okay. Hier werde ich Austrian dann ein bisschen trainieren demnächst, also sobald der Part vorbei ist. So lange gehen wir jetzt schon mal in die Arena. Ich glaube, Arti hatte hier auch noch Käfer-Pokémon. Ne, dagegen hat Fukano keine Chance, das sage ich euch jetzt schon. Und dann setzen wir gleich in der Arena Dusselgur ein. Und wenn dann die 20 Minuten voll sind, gehe ich da raus und trainiere in der Kanalisation einfach. Au!
Hör mal, spinnst du? Tschüss! Ich schicke dir recht. Zack, Level 22. Level 20, Zornklinge. Käfer? Stärke 20. Was will ich mit einer Attacke mit Scheren oder Klauen, deren Härte bei aufeinanderfolgenden Treffern zunimmt? Ist die Attacke gut? Ja, ich tue einfach nass Dingmacher entleeren. Vulcano erreicht Level 13 damit. Okay, dann kann Vulcano wieder nach hinten. Und Duselgur geht nach vorne für die Arena. Ich hoffe, er ist noch Käfer. Er hat noch, das ist noch immer eine Käfer-Arena. Weil es ja derselbe Arena-Leiter wie Pokémon Schwarz 1. Oh. Was gibt's? Und was ist mit deinem... Was ist denn mit deinem Freund? Der schien ja ziemlich verärgert. Ist in der Kanalisation irgendwas passiert? Und was willst du jetzt machen? Du hast als die Arena-Leiter unten in der Kanalisation getroffen, oder? Vielleicht sollst du dich ihm in der Arena stellen und herausfinden, wie stark du mittlerweile bist. Ich bin mir ziemlich, außerdem ziemlich sicher, dass deine Pokémon dadurch lernen werden, dich noch besser zu verstehen. Okay. Hab ich sowieso vor. Aber vorher gehen wir ins Pokémon Center. Ja, ich merke schon, in Stratos City läuft es, glaube ich, etwas langsamer, aber ist egal. Ich finde es nicht schlimm. Hey, was soll das? Oh, du willst deine Pokémon wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Wollte ich auch hoffen. Kennst du das Geonet? Ja. Och, nö. Ja, mit dem Geonet kann ich meinen Heimatort auch verraten. Tue ich aber nicht. Dwi, 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 dum, 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 dum. Dö. Oh, da ist schon wieder der Typ, mit dem reden wir mal. Du bist, da bist du ja schon mit, du lässt dich anbrennen, was? Hier hast du eine neue Medaille. Ching. Und hier hast du noch gleich, hier nimm. Ching. Und hier hast du gleich noch eine, hier nimm. Ching. Kämpfschüler, und hier hast du gleich noch eine, hier nimm. Ching, ching. Hm, Dominik, es wäre toll, wenn du noch mehr Medaillen sammeln könntest. Hier nimm die Tippmedaillen. Oh, ich habe leider keine weiteren. Versuch nur die Anzahl. Wie viele habe ich denn inzwischen? Ich guck mal nach. Ein Beutel. Medaillenbox. Düpp, düpp. Schon 29. 23 von 29. 6 von 9. Ach. Die hier. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe jetzt, was damit gemeint ist. Okay. Das heißt, so viel ich jetzt gemerkt habe, da steht drauf, was wir zu erfüllen haben, damit wir die Medaille erhalten. Okay. Dann gehen wir mal gleich zur Arena. Halt mal. Raus der automatischen Passantenumfangkomitees. Ja, ja. Ich laufe mal jetzt noch einen Kampf in der Arena, danach gehe ich offscreen trainieren. Auf jeden Fall. Aber in die Arena, ja! Habe ich Tränke? Nein. WTF? Du bist gewiss ganz erschöpft davon, die überfüllten Straßen von Stratos City ab. Team Passmann in sich kämpfen. Der möchte dir das hier geben. Tafelwasser. Was zum. Ah! WTF, was ist denn hier los? Diese Arena übt eine ganz merkwürdige Faszination auf mich aus. Auf dich auch? Nein. Auf mich tut sie das gar nicht. Stravikel! Okay, Austrian Training ist auf jeden Fall angesagt. Auf jeden Fall. Windschloss. Bam. Danach wird auf jeden Fall Austrian trainiert. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Zack. Windschnitt. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ging heute. 1, 2 und schwupp. Er lernt Windschnitt. Ne. Windschnitt. Und bam. Nein. Weiter draufhauen, weiter drauf. Aua, 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 aua. Das tut weh.
Und zack. Und tot. Aber Trainer geben viel mehr Erfahrungspunkte als wieder Pokémon. Ja, aber trotzdem, Leute, ich würde sagen, ich bin hier im Part. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.